Willkommen zurück zu Valhalla Hills. Heute mit einem Kampf, der hier geplant ist. Kampf der Titanen quasi. Alles darüber. Level 1. Portal. Öffnen. Angriff. Ein Eisriesiger kaputt. Zwei Eisriesen kaputt. Drei Eisriesen kaputt. Vier Eisriesen kaputt, fünf Eisriesen kaputt. Sechs Eisriesen kaputt, sieben Eisriesen kaputt, acht Eisriesen. Ich habe hier nichts verloren. Ich habe zwar auch nichts bekommen, aber ich habe ja doch nichts verloren. So, jetzt müssen die erstmal hier runter. Weil sie sich mit Nahrungsmitteln vollstopfen müssen. Hier sind ja gar keine. Geht euch hier so hin. So hin. Ja, okay. Schnell da runter. Können sie was fressen. Geht nicht anders. Jetzt haben wir das Portal eröffnet. Keine Ahnung, was mir das bringt. Das sollte vielleicht auch irgendwas bringen. Das wäre cool. Holzfäller ist arbeitslos. Der hat 3 Meter weiter oben, hat der Bäume, der Blöde. Geh halt nach Hause hier. Baue ich dich halt neu. Oben rein passt es leider nicht so wirklich. Stückchen weiter hoch. Vielleicht reicht das ja schon. Tiger sind alle angekommen. Tiger sind alle versorgt. Ah ne, die haben schon alle Hunger. Lass mal erstmal essen hier. Hier gibt's kein Brot mehr. Hier gibt's auf jeden Fall auch kein Brot mehr. In der Küche gibt es auch nichts zu fressen mehr. Naja, wo auf immer 10 Krieger auftauchen. Natürlich eine Hungersnot, so ein bisschen. Hier ist auch nichts zu fressen drin. Immer wird es wieder knapp mit dem Fressen. Jetzt sind Brote bloß noch. 6 Fleischer. So, was wir machen. Unten noch eine Bäckerei hin. Und der Brunnen. Ach ne, Brunnen brauchen die ja gar nicht. Oben noch eine Bäckerei hin. Ja, da geht's nämlich los. Der erste kriegerische Wikinger hat Hunger. Stopp, 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 stopp. Wir müssen doch auch immer noch was zu fressen haben. Es kann doch nicht sein, dass auf einmal das ganze Fressen wieder alle ist. Hier ist überall nichts zu essen. Liegt den Fisch an den Fischerhütten. Nicht so wirklich. Kriegslager umgesetzt. Hierhin. Den Fisch da unten hier fressen. Los. Er hat noch 4 Fisch. 3 Fisch. 2 Fisch. 1 Fisch. Kein Fisch. Oh, oh, oh. Stopp, 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 stopp. Stopp. Oh, warum denn? Oh, blöder Hunger, ey. Gerade ihr seht, dass die nämlich angefangen haben, Lebenspunkte zu verlieren. Ja, weil der nämlich auch Hunger hat. Jetzt hat natürlich der ausgerechnet hier kein Fisch. Hier ist auch nichts mehr drin. Nee. Ja, der stirbt also auch. Och Mann, ey. Das ist so dumm. Es kann doch nicht sein, dass ich auf einmal nichts zu fressen mehr habe. Ich habe doch so viele Bäckereien gehabt. Ich habe vor allem so viele Bäckereien. Hier liegt Brot. Macht hin, dass er da hinkommt. Na, der stirbt wahrscheinlich vorher. Ja, ach komm, ey. So dumm einfach. Diese Logik des Spiels muss unbedingt angepasst werden. Es ist auf einmal kein Essen mehr da irgendwie. Es sind 27 Fische irgendwo und die Leute holen sich einfach nur aus 3 Metern ihr Fressen. Schon ein bisschen sauer macht das, weil einfach dadurch die wertvollen Wikinger sterben, wenn du Pech hast. Ach nee. Was, warum kann ich es jetzt nicht umsetzen? Oh. Ich kann es wieder nicht umsetzen, weil ich im Pausemodus bin. Ach ja. Die hier oben haben sich jetzt verzogen.
Ja, natürlich hat jetzt gerade so ein Wikinger ja Hunger. Stopp, 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 stopp. Jetzt muss ich das wieder umsetzen. Wo es immer was zu fressen gibt. Der Jäger hat. Der hat ein bisschen Fleisch. Hier, kommt da hin. Fress dem das Fleisch weg. Hat's da irgendwie. Müssen sie besser regeln. Es tut mir leid, aber das hier jetzt so nicht. Ausgerechnet, ja, der Hunger hat, ist der Letzte, ey. Ja, hier, frisse Papieren. Dann ist mir gerade aufgefallen, habe ich vermutlich nicht alle besetzt, hoffe ich. Oder vielleicht habe ich doch ein paar verloren. Ist mir jetzt auch egal. Und mir lässt sich das eh nicht vermeiden, verhindern. Kommt hier hoch. Kommt, 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 kommt. Ein bisschen. Ja, da hat er schon wieder Hunger. Wie sollst du denn das machen? Auf die lange Strecken kannst du dich ja auch nicht mit Nahrungsmitteln versorgen. Hunger, 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 Hunger. Hier oben ist nämlich nichts zu fressen. Ach nee, irgendwie verstehe ich das Spiel da in sich nicht. Da erwischt es die ganzen kleinen Eisfredis. Und damit ruppen wir das auch gleich ab und dann können die alle wieder nach Hause gehen. Jetzt verteilt euch nicht hier oben. Den Eisenerz und 20 Wasser. Jetzt echt so blöd und verhungern hier oben. Also nicht wieder zurücklaufen. Jetzt hier, lauf zurück, ey. Ja, noch einer, noch einer. Komm, lauf zurück jetzt. Produktion, Militär, zwei Opferstätten. Die müssten eigentlich recht mittig. Leider so ein bisschen Anbaugebiet klauen hier. Habe ich frei schon. Steinkampforden. Ja, nichts zu fressen mehr da. Ja, da oben ist ja auch nichts zu fressen. Dann jedoch hier fälligst nach unten, ey. Nee, der verhungert ja jetzt lieber hier oben, statt der runterläuft und sich was zu fressen holt. Also, pff, so viel Dummheit auf dem Haufen. Endlich geht er los, jetzt wo er schon fast tot ist, ey. Hier, du könntest auch mal. Soll ich dir den Weg noch bis unter die Schnauze bauen oder was? Ey. So finster, die Kerle. Jetzt bleiben die hier stehen. Sag ich nicht zu. Sag ich einfach nicht zu. Hier, Opfer 20 Wasser. Und ich muss meine Eisenschmelze anhalten. Hoffen, dass hier oben jetzt noch ordentlich Eisenerz rauskommt. Hier auch noch ein bisschen was. Ja. Allwasser. Ja, ist halt bloß immer einer, der es trägt. Deswegen ist das jetzt ein bisschen nervig. Oh, das ziehen wir jetzt noch durch. 5 von 20, 6 von 20. Ja. Wir haben halt leider schon alle Gebäude. Also auch da hoffe ich, dass halt noch was kommt. Das ist halt ein Early Access Spiel. Als nächstes kriege ich noch einen fünften Kurier. Einen Wikinger umbenennen. Ich kann einen Wikinger umbenennen. Wikinger. Nee, nicht die Straße. Ja, du stehst gerade so schön. Das ist nur gerade eine Frau. Oid. Break. Enter. Well, erfolgreicher Schaden. Gut, als nächstes Schattenwolf. Valhalla, Meister. Erfahrener Gipfelstürmer. Ne, das sind alles schon die größeren. Aber das spielt halt alles keine riesengroße Karte noch. Naja, ein fünfter Kurier. Was soll ich denn damit? Ah, das ergibt sich ja zwischendurch von unserer Lehne. Wir opfern erstmal Wasser weg. Wir kippen Wasser ins Feuer, um das zu opfern. Wie auch immer der das hinkriegt. Ah, da liegt jetzt Brot. Okay, das hat er also geliefert. Das scheint schon zu funktionieren mit der Nahrungsverteilung durch die Kuriere. Ups, und jetzt opferst du dir noch ein bisschen Eisenerz.
Na, den Eimer Wasser hat jetzt keiner gebraucht. Und ein Eisenerz schon drin. Das wären nur drei kleine Wächter gewesen. Die wären wahrscheinlich mit Bekämpften schneller gewesen, aber. Wir opfern schnell ein bisschen Eisen. Davon müsste ich ja irgendwie noch haben. Ja, der hat irgendwie jede Menge im Lager gehabt. Vier sind wir schon. Fünf. Sechs. Sieben. Passt, die sind da irgendwie alle im Lager. Wenn sind da vermutlich auch Zähne drinne. Jo. Sehr nice. Damit. Sieht was aus für hier. Ich habe Eisenwolf freigeschaltet. Ich habe freigeschaltet. Ich habe den vierten Kurier frei. Gibt es sogar noch einen fünften. Und ein paar Kampforden. Laden wir mal noch schnell das nächste Spielchen. Und Pause. Hier sind ein paar Bären, da müssen wir vorsichtig sein. Die sind auch sehr, sehr nah, das heißt. Ich habe hier nur meinen rechten kleinen Bereich. Und hier oben sind noch Bären, aber. Jetzt, wo wir wissen, dass die Bogenschützen das ganz gut hinkriegen, kommen wir damit, denke ich, klar. Wieder einfach ein paar riesige Berge hier. Hier ist ein kleines Portal. Und diesmal aber nicht so wirklich viele Wächter. Problematisch, was mir immer nicht so gefällt. Die Tatsache, dass ich kaum einen Wald habe, wo ich nicht gleich Bären habe. Macht man das? Das hier ist definitiv nicht im Einsatzbereich. In die Variante ja fast sicherer. Ein Holzfäller. Und vielleicht hier so ein bisschen an die Kante mit dran. Noch ein Holzfäller. Ihr kennt ja das Stadtritual. Es geht erstmal nur um Holzfäller. Die müssen sie erstmal aufbauen. Mit allem Holz, was sie so da haben. So viel ist das diesmal ja auch nicht. Ah doch, da liegen noch drei Scheite. Okay, Holzfäller gebaut, Holzfäller Nummer 1. Als nächstes direkt noch ein Fischer. Holzfäller Nummer 1 passt, das passt. Kommt hier, oh, Bretter kann ich mir erstmal nicht leisten. Kommt hier auch ein Wohnzelt hin. Für die beiden Holzfäller und hier unten ein Wohnzelt für den Fischer. Und dann ist gut. Jetzt wird das mal gebaut ohne Ende. Zwei Holzfäller stehen aber, also sollte das passen. Was ich nicht vergessen darf. Die Brettproduktion muss nicht gleich anfangen. Aber ich brauche definitiv hier zwei kleine Forstschulen. Sonst wird das nicht. Und vielleicht passen noch zwei rein. Ja, da passen zwei rein. Sehr gut. Holz wird gefällt ohne Ende. Fischer wird gebaut. Hier können wir offensichtlich recht gut einen Jäger platzieren. Das wollen wir doch dann auch gleich mal tun. Hier noch eine Querstraße. Meinetwegen hier auch noch eine Querstraße. Gut, Angelhammer, Wohnzelthammer, Jäger ist der nächste, der hier gebaut wird. Luft nicht zu weit, ey. Und diese schon da aufhalten. Ja, ach. Du bist blöd, ey. Mach dich da weg. Guckt, wie viel Ehre der schon hat. 24.000 Ehre, das ist einer von den Guten. Und der ist zu blöd, da wegzulaufen. Er bleibt halt lieber da und stirbt. Statt sie ja wegrennt. Jetzt rennst du weg in die falsche Richtung. So viel Dummheit in einem Wikinger, ey. So viel Dummheit. Was macht denn der hier oben? Da gibt's nichts. Außer den Tod. Das war einer meiner 24.000er Wikinger. Also einer meiner, die schon von Anfang an dabei sind.
Ey, da möchte man sie einfach nur verprügeln. Den ganzen Tag. Ach, nee. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bretter brauche ich. Ja, ich kümmere mich sofort um Bretter. So viel Sinnlosigkeit in diesem Spiel. Was macht der hier oben und warum rennt der nicht weg? Nee, da verprügelt der die mit der Faust und stirbt, ey. Rennt er vor allem in die Richtung, als er flüchten wollte. Aber besser als in die Richtung, da hätte er ja alle umgebracht hier unten. So ein dummes Stück Fleisch. Gut, hier noch, ihr hast. Ah. So wird das nichts mit dem Wikinger in Valhalla. Ja, pflanzt erstmal Bäume auf Stein. Wow, da fällt es dann schon ein bisschen ab, der Spaß an dem Spiel. Spielt halt echt vorsichtig, guckt, was hier für eine Distanz dazwischen ist. Aber es war weder ein Holzfäller noch ein Jäger, es war ein völlig random Dude, der da einfach hochläuft, wie so einer, der nichts zu tun hat. Ich glaube, um das zu verhindern, sollte man den recht frühen Lagerfeuer bauen, damit die arbeitslosen Wikinger an dem Lagerfeuer abchillen. Aber trotzdem muss doch nicht sein. Bauen die sich selber einen Bogen? Einen Bogen gebaut? Ah ne, doch nicht. Aber der Jäger muss doch Leder haben. Der hat doch Leder. Ah, da kommen sie bloß nicht ran. Also, wir müssen hier ein Zentrallager bauen. Wird das nix? Bauen wir gleich mal als nächstes. Aus mit Wikingern. 18 kann ich rufen. Ist nicht wirklich viel. Guck mal noch ein Wohnzelt hin. So, ein paar Bären hat er gesammelt. Bretter hat er gesammelt. Die Haut sollte da oben sammeln. Nicht Bären sammeln die ganze Zeit. Ich hätte auch echt gerne mir so eine Bärenfarm oder sowas. Also so eine Bärenfarm. Also Bären hier. Fressbare Bären. Also Fruchtbären. Jetzt haben wir's. Hier. Frucht. Äste sind da. Fisch sind da. Kann er jetzt bald mal Leder holen? Ne, wir holen tatsächlich erstmal alles. Nur nicht das Leder. Das bräuchte ich ja. Das wäre ja sinnlos, das zu holen. Ich sehe schon erst. Er ist heute nicht willig, mich zu unterstützen. Aber jetzt haben wir dann Lager, wo sie sich. Ach, das wird so nicht. Ich muss echt warten, bis das jetzt im Lager liegt, das Zeug. Gucken wir mal noch ganz kurz was. Bisschen blöd, dass dann immer die Musik ausfällt, wenn ich hier was gucke. Heute ist Montag. Okay. Achso, 8 Uhr. Oh, okay. Haut. Hier ist Haut. Ach komm, jetzt setze ich dich halt kurz um. Hier hoch mit dir. Ich hol euch die Haut. Das war doch für einen Bogen. Na Haut, oder? Bogen fehlt. Offensichtlich doch keine Haut. Bogen macht wahrscheinlich neuerdings nur noch der Bogenmacher. Dann machen wir erstmal folgendes. Hups.
Wir nehmen euch ja alle wieder raus und versuchen mal recht früh mit einem Waffenmacher zu starten, der von mir einen Bogen kriegt. Hoffentlich kostet der nicht allzu viel, der blöde Waffenmacher. Der kostet vor allem Steine, die ich noch gar nicht abbaue. Aber wir haben zum Glück ein paar. Gut, dann auf jeden Fall noch ein Fischer hier hin. Und noch ein Fischer hier hin. Drei Fischer erstmal. Gut, wird das halt der fleißige Bau dann allen Ecken und Enden. Und jetzt sind wir, denke ich, auch wieder wohnungszeitmäßig ganz gut ausgeschöpft. Hier müssen ein paar Farmen hin, noch auf jeden Fall. Okay, Steine kommen jetzt erstmal rein. Die hatte ich natürlich ganz vergessen. Aber Gott sei Dank, der Steinbruch ist fertig. Ich sehe, wir sind auch schon am Ende der Folge. Macht's gut, bis morgen. Wir versuchen uns hier schön langsam aufzubauen. Über den einen Verlust sehen wir hinweg. Ich kann eh nichts dagegen machen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.